Wir leben in einer Welt, in der es Sommer gibt. Draußen ist es warm, man spürt die Sonne und man fühlt sich gut. Aber wie alles Gute auf der Erde, hat der Sommer auch seine Schattenseiten. Wie zum Beispiel Mücken und Fliegen. Diese beiden Insektenarten teilen sich eine Tagesschicht. Die Frühschicht übernehmen die Fliegen. Sie wecken dich morgens sanft mit einem leichten Kitzeln über der Lippe. Zunächst fühlt es sich angenehmer an, doch dann überlegt man, wo hat die Fliege vorher draufgesessen? Das ist ekelhaft. Und dann, wenn die Frühschicht vorbei ist, übernehmen Mücken die Nachtschicht. Ein leichtes Summen aus der Ferne. Nun, liebe Zuschauer, es stellt sich die Frage, was macht der Deutsche gegen diese lästigen Biester? Oh nee, also so kann ich nicht schlafen. So, erstmal eine schöne Lavendelkerze gegen Mücken. Ah, auch vorsichtig. Und Basilikum ist auch ein Mückenschreck. So, und Aloe Vera Gel hier. Anti-Aging gegen Mücken. So, mückensicher kannst du jetzt ins Bett. Und hilft es ja auch noch eine Fliege ran. Na warte, Fliege, die schnapp ich mir jetzt. Flieg, kleines Lebewesen, such dir ein schönes Kackerhäuschen. Also langsam ist ja gut hier. Also langsam reicht's mir. Also sag mal, hältst du mich hier für einen Kackhaufen oder was? Ah! Denken Sie wirklich, alle Deutschen sind so drauf? Sag mal, lass mich in Ruhe, flieg zu Rainer, der hat heute eine extreme Note. Doch. Sag mal, was fliegst du zu mir? Saft. Tricks wieder. Komm, Markus, erdolch mich nicht. Künstliche Latschenintelligenz. Ist das etwa die Zukunft? Besitzen Türken wirklich Waffen, von denen wir nichts wissen? Nun, das erfahren wir erst, wenn Sie einen Kommentar schreiben. Schreibt einen Kommentar. Uçmak. Drei Latschen. Ich die Schlasse lebe, richte deine Familie aus, eine neue Sheriff in die Stadt. Latsche, ich mache ein Mittagsschlaf. Du aktivier Anti-Mück- und Flick-Modus. Kommen wir nun zu einer Rasse, die denken, Fleisch und Teig sei ein Grundnahrungsmittel. Häufig benutzen diese Landsleute eine einfache Fliegenklatsche. Aber die Reinigung wird öfters vernachlässigt. Das ist ekelhaft. Ist das wahr? Hat die russische Kreativität keine Grenzen? Das erfahren wir nur, wenn die Russen jetzt einen Kommentar schreiben. Oh Mann. Ja. Ja. Oh, das ist gut. Schon wieder Fliege. Так, Tür zu, Fenster zu, Scheute тут, Мухата залетает. Fliegerei, komm rein. Ach du, что ж тебе убить? Ведь вас их umbringen. Ёшкин кот. Sollte Ihr russischer Arbeitskollege morgens nach Fleisch riechen, dann liegt das nicht daran, dass er morgens zum Frühstück schon Schaschlik hatte. Es liegt daran, dass er nachts jagen war. Ach ты, Комар! Ну, подожди. Falsche Haus, Dracula! Das sollten Sie zu Hause nicht nachmachen, denn sowas kann sehr gefährlich werden. Nun, welche Methode war richtig und bei welcher Methode haben wir nur geflunkert? Schreib es in die Kommentare, damit wir auflösen können. Teile dieses Video mit jemandem, der auch ein Aggressionsproblem hat bei Fliegen. Oder Mücken. Bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer. Ihr Jackson Franks. So, Tag Langzeitschläfer. So, wie du siehst, probieren wir hier mal ein paar neue Sachen aus, ein paar neue Formate da. So, da kannst du dich mal reinschreiben, da in die Kommentare, kiesst dir da, wie du das findest. So, so wenn es dir nicht passt, ja, dann musst du halt die alten Sachen nochmal gucken. Wenn du die schon gesehen hast, dann guckst du die halt nochmal. Hör mal, danke Merkel, du. So, sieh zu, ich muss jetzt hier weitermachen. Komm mal, das gibt's doch nicht.